Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Baphomets Fluch 5. Wir sind hier bei dem Hobbs angekommen, der für Putin, also hier für den Medowski, ich nenne ihn Putin, weil er einfach wie Putin aussieht, eine Mappe mitgenommen hat, wahrscheinlich mit dem passenden Gemälde, das wir suchen. Lass uns überraschen. Einen kleinen Moment mal kurz, mal gucken hier. Musste schnell noch das Mikro ausrichten. So, geht's mal los. Wir hatten hier noch in der letzten Folge was gesehen. Ich hätte die Kette nicht sprengen können. Das Schloss auch nicht. Okay. Sprengen nicht, können wir es vielleicht... Ich dachte daran, das Schloss mit einer Büroklammer zu knacken. Aber das klappt ja nur im Film. Mit einer Münze? Ja, Nagelknipser. So eine dicke Kette bekam ich mit dem Nagelknipser nicht auf. Ist ja auch keine Nagelkette, ne? So viel dazu. Also wir haben hier eine Kette, wir haben Nico, wir haben Müll und Müllcontainer. Ich gucke erstmal Müllcontainer, das ist bestimmt was drin. Ui, hier geht's ja weiter. Der große Müllcontainer war voller Schrott. Ach so, okay. Und der Müll hier? Haufenweise alter Plunder. Meist Kästen mit alten Farben und Stücke von Bilderrahmen. Okay. Dazwischen Draht, Pappkarton und dubios aussehende alte Klamotten. Okay. Was? George Stobbart. Ah, Michel Stoppelbart. Gewiss haben Sie sich an meine Anweisung gehalten, Paris nicht zu verlassen. Ach, der. Natürlich, Inspektor. Morgen am Tatort, um den Tatergang zu rekonstruieren. Verstehe. Pünktlich um 12, Monsieur. Wie sagt man bei Ihnen doch gleich? 1 Uhr. Klar. Bei Nichteinhaltung unseres Rendezvous sorge ich für Ihre außerordentliche Ausweisung. Wir sind schon draußen. Ihnen auch. Wir sind doch schon draußen. Das war Navette. Die brauchen uns morgen in der Galerie zur Rekonstruktion des Verbrechens. Lass mich raten. Abwesenheit wäre ein krimineller Tatbestand? Ganz genau. Ja, okay. Schauen wir uns mal das Auto an, ne? Hier ist ein Fenster. Das Fenster des Transporters war schon Jahre nicht mehr geputzt worden. Und kaputt. Die Tür war versperrt. Durch das Fenster sah ich, dass der Transporter leer war. Hobbs hatte die Mappe mit reingenommen. Okay, rein ins Auto. Ist sogar offen. Zündung. Whisky. Slainte. Slainte. Slainte? Heißt es Slainte? Ist auf alle Fälle gälisch. Also irischer Prostspruch, ne? Also wie Prost ist Slaintje oder Slaintje. Normal, so. Ich beschloss, die Handbremse schön in Ruhe zu lassen. Ach, George. Was ist das hier? Ich öffnete die Motorhaube des Transporters. Weiß zwar nicht warum, aber... Um den Motor anzulassen, brauchte ich die Schlüssel. Oder aber ich hatte weder Grund noch Lust, Hobbs Transporter zu klauen. Okay, vielleicht. Guck doch mal, wie versifft das Ding ist. Nun gut, Motorhaube ist offen. Schauen wir mal rein, da war. Der Motor wurde zusammengehalten von Rost und Dreck. Was ist das denn? Alles war mit einem klebrigen schwarzen Ölfilm überzogen. Die Hälfte der Kabel war an nichts angeschlossen. Das war die Batterie des Transporters. Oh Gott. An der Batterie hingen eine Reihe kurze, gekappte Kabel. Keins der Kabel war mit irgendetwas verbunden. Der Motor des Wagens. Ich hatte keinen Grund, ihn kaputt zu machen. Ich weiß nicht mal, was hier der Motor ist. Das war eine der zwei Hupen des Wagens. Sie schien an nichts unter der Motorhaube angeschlossen zu sein. Zwei Kabel hingen lose herab. Wer braucht schon eine Hupe? Eine Reihe Kabel führte vom Armaturenbrett in den Motorraum. Viele der Kabel schienen nirgendwo hinzuführen.
Ja, komm, kurz schließen. Das lohnte sich nicht. Schade. Ich glaube, wir brauchen da sowas wie Kabel oder so, ne? Wir gucken mal hier im Briefkasten. Ist hier noch irgendwas? Oh, ein Regenrohr. Das war Hobbs Briefkasten. Ein Zettel hing heraus. Dann nimm. War die Verletzung des Postgeheimnisses moralisch vertretbar? Die Debatte war kurz und ich obsiegte. So, was haben wir denn da? Gucken wir mal. Ich beschloss, den Brief zu öffnen. Gut so. Sehr geehrter Mr. Hobbs, mit heutigem Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass wir Ihnen aufgrund vergangener Vorkommnisse keine Modelle mehr schicken. Dann war von Hobbs Launen und den anderen Anschuldigungen die Rede, von denen auf einige in gewissen, weniger aufgeklärten Ländern noch immer die Todesstrafe steht. Ups. Interessant. Könnte sich als nützlich erweisen. Ja, so als, gucken wir mal das hier. Das Hochklettern an Dachrinnen war nicht so ganz mein Ding. Nee, erster Teil. Dafür brauchte ich schon einen triftigen Grund. Da oben hin. Oben brannte Licht und ich hörte Musik. Es war auf jeden Fall jemand zu Hause. Ja, dann können wir hier hochklettern. Das Hochklettern an... Okay. Dafür brauchte ich schon einen triftigen Grund. Ich glaube, wir müssen klopfen, ne? Er wird nicht angehen, es ist laute Musik und deswegen... Erstmal warten wir, bis Nico da ist. Na komm, Nico, lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Du Flieger, hau ab hier. So. Keine Reaktion. Hobbs kann uns wohl einfach nicht hören. Das Hochklettern an Dachrinnen war nicht so ganz... Ah, okay. Dafür brauchte ich... Den triftigen Grund haben wir doch gerade geliefert. So, Nico, erzähl mal. Nico! Was gibt's? Da brennt Licht, aber es macht niemand auf. Genau. Vielleicht hört man dein Klopfen nicht. Versuchen wir halt auf andere Weise auf uns aufmerksam zu machen. Ja, hochklettern. Das Hochklettern an Dachrinnen war nicht so... Kann man hier irgendwas? Nee. Schade. Ich glaube, da müssen wir die Hupe irgendwie kurz schließen. Kann das sein? Oh, guck mal, wir können Müll nehmen. Das könnten wir vorhin nicht, oder? Komm, wenn da Kabel drin sind, ist es super. Dann können wir die Hupe direkt an die Batterie klemmen. Ich hatte gefunden, was ich brauchte. Kabel. Zwei Stücke Draht. Super. Dann schauen wir mal. Im Motorraum herrschte Chaos. Ja. So, wir nehmen die Kabel, ein langes Kabel. Ich schloss die Kabel aus dem Fahrerhaus an die Hupe an. Ah, okay, macht das schon von alleine. Aber eine Reihe Kabel führte vom Armaturenbrett in den Motorraum. Du weißt, dass das die richtige Hupe ist? Also das richtige... Gut, also scheint ja geklappt zu haben. Wir gucken mal hier rein. So, Hupe ist da. Kein Piep. Die Hupe war kaputt. Um den Motor anzulassen, brauchte ich die Schlüssel. Aber ich hatte weder Grund noch Lust, Hobbs Transporter zu klauen. Nee, können wir das... Hätte ich in der Schule mit den coolen Jungs abgehangen, wüsste ich jetzt, wie man einen Laster kurz schließt. Hier, mit einer Münze. Komm, das geht. Das würde niemals klappen. Doch, das geht. Wobei, wir können auch den Whisky rüberschütten. Das wäre völlig sinnlos. Ah. Haben wir noch irgendwas, was wir hier... Ich beschloss die Handbremse... Okay. Rasierwasser. Ich habe noch die Kakerlake, okay. So, das heißt, also entweder kann ich hier Dauer plus, ich muss doch Dauer plus sein. Ich muss es doch bestimmt umklemmen können, theoretisch. Na komm. Ja, ich kann das Kabel nämlich nehmen. Aha, aha.
Hör mal her. Das würde nicht funktionieren. Komm, hier ist doch ein blanker Draht. Komm, bitte. Ich koppelte die Hupe mit dem Kabel an die Batterie. Hä? Ach, das ist die... Ah, hier sind zwei Hupen. Da war bereits ein Kabel angeschlossen. Ah, Moment. Moment. Das würde nie funktionieren. Oder fehlt mir da noch ein Kabel denn? Hier ist ein loses Kabel. Hier ist ein loses Kabel. Ich brauche noch ein Draht. Guck mal, ich muss hier so einen Kreis machen, ne? Bup, bup. Ich brauche noch ein Draht. Ja, die Kette, die wäre ja super. Könnte ich alles kurz schließen. Nico? Nico hatte vorgeschlagen, wir sollten Hobbs irgendwie auf uns aufmerksam machen. Ja. Okay, wir nehmen mal das Telefon. Ich musste die Werkstatt nicht anrufen. Okay, mussten wir nicht. Vera Security hatte das Telefon ausgestöpselt. Anzurufen hatte keinen Sinn. Mal gucken, was er sagt. Vielleicht weiß er, wie man Auto die Hupe kurz schließt hier. Mr. Rickenbacker? Ich hoffe, Sie haben gute Nachrichten, Stobart. Habe ich allerdings. Dann los. Beeindrucken Sie mich. Ich war bei Medowski, dem das Gemälde und Vera Security gehören. Fahren Sie fort. Ich habe Papiere gefunden, die beweisen, dass Medowski sein eigenes Bild stehlen ließ. Sehr gut. Aber wir brauchen mehr. Sie müssen das Gemälde finden. Okay. Es war nicht die beste Zeit für einen Anruf bei Rickenbacker. Aber es war doch gerade super. Wir brauchen noch einen Draht, übrigens. Wir brauchen noch einen Draht. Hier ist nichts weiter drin, ne? Der große Müllcontainer war voller Schrott. Ja, vielleicht auch ein bisschen Draht? Ich meine, die Kette könnte man... Wir können ja auch nicht abhauen hier, ne? Also, ist nicht so, dass wir jetzt hier große Auswahl hätten. Vielleicht ist hier noch im... Oder ist das vielleicht schon erledigt? Das war... Nee, wir haben... Naja. Die Hupe war kaputt. Dann ging es ja vorher schon besser. Also vorher lief es schon weitaus besser und jetzt ist die Hupe kaputt. Weil die Zündung nicht an ist. Wir müssen die Zündung umgehen. Guck mal, vorher konnten wir... Da war bereits ein Kabel angeschlossen. Ist das seltsam. Motorblock, Motorblock, Batterieanschluss. Ich koppelte die Hupe mit dem Kabel an die Batterie. Okay, das ist das, was wir hier schon gemacht haben. So. Muss ich das vielleicht... Schien mir so eine tolle Idee zu sein. Ach, geht nicht. Okay, das hier. Ich schnitt das Kabel in zwei. Oh, okay. Das Kabel war zu kurz, um beide Hupen miteinander zu verbinden. Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. Dann gib mir mal das Kabel, das ist nämlich lang. Dieses Kabel wird dann hier, genau. Und dann haben wir einmal ein Kabel das hier. Das Kabel war gerade lang genug, um Hupe und Batterie zu verbinden. So ein Zufall. Und dann nehmen wir noch das hier und das machen wir hier dran. Ich schloss die Kabel aus dem Fahrerhaus an die Hupe an. Alles war verkabelt. Die Hupe hatte Saft. Ja, aber sowas von. Komm, jetzt drücken wir auf den Knopf. Dann bin ich mal gespannt, ob wir reingelassen werden. So. Ich dachte, das müsste Hobbs hören. Halt! Immer langsam mit den beknackten Pferden. Was treiben Sie da mit meinem Wagen? Hallöchen, wir haben Ihre Hupe repariert.
Das hört man. Und was suchen Sie in meinem Hof? Ich störe Sie ja ungern nochmal, Mr. Hobbs, aber... Nochmal? Tja, das hätte besser laufen können. Er strotzt nicht gerade vor Freundlichkeit. Wieso nochmal? Ach, wir hätten ihm das wahrscheinlich mit der Modelagentur vorhalten müssen, oder? So, normal, komm. Ich beschloss, es nochmal zu versuchen. Zum Kuckuck nochmal! Hände weg von meinem Transporter! Sorry, wir müssen kurz mit Ihnen reden, Mr. Hobbs. So, jetzt komm hier. Tag, Mr. Hobbs. Wir kommen von der Modellagentur. Wurde aber auch Zeit. Meine Frist drängt. Kommen Sie rauf. Ich dachte, wir konfrontierten ihn. Da ist die Mappe. Da. Wird auch Zeit, dass Sie auftauchen. Hallo, Mr. Hobbs. Dürfte ich vielleicht... Schnauze, Fury. Keine Zeit für Gequassel. Fury? Hinter dem Paravent können Sie sich ausziehen. Was? Ausziehen? Sowas abgemacht. 20 extra, weil ich Sie ohne Klamotten brauche. Das Atelier war ein Eiskeller. Sie müssen sich nicht ausziehen, Schätzchen. Ich habe eine lebhafte Fantasie, die wird genügen. Aber bei George nicht, was oder was? Was soll's? Pflanzen Sie sich da drüben auf den Teppich und machen Sie mir die Belle Epoque-Schlampe. Was? Allerliebst, genau so bleiben. Nico sorgte prima für Ablenkung. Mir musste nur noch was einfallen, wie ich an die Mappe rankam. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bin auch ein bisschen perplex. Also müssen wir uns nicht nackig ausziehen, das ist gut. Vielen Dank an der Stelle fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe nicht nackig. Bis dahin, euer Firefox.